Grüß euch, ich bin der Werner. Wir haben da ganz ein tolles Trailgelände und das möchten wir euch ein bisschen vorstellen. Ja. Auf dem Steilhang da haben wir einige Hindernisse, ein bisschen schwierigere, auch für Anfänger ist da was dabei. Das schauen wir uns jetzt einmal an. Gut, erste Hindernis über den Stein. Dann geht es über Holzbrechel. Auch recht, ist nicht so arg. Eine Kurve im Steilhang und runter über die Paletten. Langsam ist auch eher für Anfänger, Fortgeschrittene was, nicht zu schwierig. Machen wir eine Kurve über den Baumstamm. Muss man schon ein bisschen Erfahrung haben. Sonst kann es sein, geht auch am Hinterradl der Hang. Kann man auch so fahren. Und jetzt wieder runter über ein bisschen was Schwierigeres auch. Nicht unbedingt für Anfänger, aber geht schon. Hopp und schwupp. Scheiner Hupfer gewesen. Da haben wir auch eine kleine Sektion. Schaut nicht schwierig aus, hat es aber mächtig in sich. Wird von unseren Fahrern sehr gut angenommen. Ist ein bisschen was winkeln. Hat mit Winkeln ein bisschen was zu tun. Ja, ist eine reine Balance-Sache. Geht nicht so schlecht. Und einmal geht's noch. Und fehlerfrei. Perfekt. Da sind wir jetzt in unserem Gromarin. Da sind einige steile und ein paar leichtere Auffahrten. Ja, das ist sehr wichtig, dass da die Gewichtsverteilung passt. Nicht zu weit vorne, nicht zu weit hinten, so wie jetzt steht's auf. Sehr viele Wurzeln da. Ja. Bisschen was Harigs. Ups, ups, over. Ja, können wir da noch eine Runde fahren. Über den Stock. Auch sehr mit Balance, Schrägfahrt. Immer interessant. Motorrad rutscht schräg und ausgerutscht. So kann es auch gehen. Ja, ja. Super durch. Einen Gang aufschalten, weil jetzt fahren wir da ein bisschen schneller und Gas. Geht's dann schon ganz gescheit dahin. Zweiter Gang mit Gefühl um die Wurzel. Ja, nicht ansteigen, ein bisschen anheben, ganz schwierig. Wurzel, sehr hohe Wurzel, mitspringen, Gewicht schon vier lassen, einschlagen und steile Abfahrt. So, da geht es einmal runter. Jetzt befinden wir uns in unserer härtesten Rinne. Es ist steil, sehr steinig, wird nie trocken, ist immer ein bisschen feucht. Und rechts und. Es war spitze jetzt. Links, jetzt kommen wir zum Felsen zu. Felsen, kurz steil bleiben, anschauen. Und Vollgas. Und ist schon da. Dann haben wir da noch einen Holzstock. Da man natürlich ganz schön hoch springen kann. So wie und jetzt Gas und Sprung. Wow, oh, ja, irrsinnig hoch. Scheibarer. Da anfahren. Der wird nicht so spektakulär. So, dann nun sind wir am Ende von unserer Trailstreckenvorführung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr ein bisschen Interesse gefunden. Kommt vorbei, seid alle recht herzlich willkommen.